Vielen Dank, Herr Professor Göske, auch für diese Einführung. Merci, weil das sind Tundaltnakunde, wie man auf Persisch sagen würde. Das nur so nebenbei. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle hier sind heute Abend. Ich freue mich sehr, dass wir auch nachher miteinander diskutieren können. Ich würde vielleicht mal ganz anders einsteigen, andersrum nämlich. Neulich war nämlich etwas, was definitiv nicht wahr war. Da ist nämlich der Papst in seiner stylischen Daunenjacke herumgelaufen und da hat Putin einen Kniefall gemacht. Und diese Bilder, die sind um die Welt gegangen, aber das Abgebildete, das ist in Wahrheit nie passiert. Auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz haben wir jetzt eine neue Ebene der Fälschung erreicht von Bildern, von Audios, von Videos. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der die Informationsflut zunimmt, in der Informationen ebenso wie Desinformationen sich rasend schnell verbreiten. Und die Vielzahl an Quellen, mit der wir es inzwischen zu tun haben und die Geschwindigkeit der Verbreitung, die scheinen mitunter zu einer Erosion der Wahrheit zu führen. Wer weiß am Ende schon, was wirklich wahr ist? Die einen sagen so, die anderen so, oder? Und ohnehin wurde ja prophezeit, wir lebten im postfaktischen Zeitalter, wo die Wahrheit eine untergeordnete Rolle spielt. Aber dabei scheint doch genau das Gegenteil der Fall zu sein. Die Wahrheit ist mehr im Fokus denn je und das Ringen darum, was wahr ist und was nicht, das ist immanent wichtig, um die richtigen Antworten zu finden auf die Herausforderungen unserer Zeit. Also höchste Zeit, würde ich denken, um mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen, aus drei verschiedenen Disziplinen, einen kaleidoskopischen, aber zugleich sehr scharfen Blick auf die Wahrheit zu werfen und vor allen Dingen die Frage, wie kann man Wahrheit für Wahrheiten und Fakten voneinander unterscheiden? Welche Rolle spielen die Medien? Und wie können die Wissenschaften ihre Erkenntnisse präzise, aber zugleich auch verständlich vermitteln in einer Situation, wo ja nicht wenige behaupten, ihre eigene Wahrheit zu haben? Darüber wollen wir jetzt also diskutieren. Ich kann Ihnen die drei Diskutanten kurz vorstellen. Das ist Mujib Latif, Professor für Meteorologie und Klimaforschung am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Außerdem ist er Präsident der Wissenschaften in Hamburg und er macht seine Erkenntnisse über die Klimaforschung immer wieder auch einem sehr großen Publikum zugänglich, unter anderem durch Bestseller wie Countdown, Unsere Zeit läuft ab, was wir der Klimakatastrophe noch entgegensetzen können. Hallo, schön, dass Sie da sind. Dann darf ich begrüßen Maren Urner. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln und hat zuvor Perspective Daily mitgegründet. Das war das erste deutschsprachige werbefreie Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Und sie beschreibt in ihren Bestsellern unter anderem die Funktionsweisen des Gehirns und wie wir es anders tun könnten, wie wir anders denken könnten und zu anderen Ergebnissen kommen. Unter anderem in dem Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren. Schön, dass auch Sie hier sind. Hallo. Und dann darf ich noch den Dritten in dieser Runde begrüßen, Peter Geimer, Professor für Kunstgeschichte und Leiter des Forums für Kunstgeschichte in Paris. Bis 2020 leitete er gemeinsam mit Klaus Krüger die DFG-Kolleg-Forschungsgruppe Bildevidenz, Geschichte und Ästhetik. Und zuletzt verfasste er die Monographie Die Farben der Vergangenheit, wie Geschichte zu Bildern wird. Und er schreibt auch in vielen Medien, unter anderem im Feuilleton der FAZ. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt hier eine Stunde miteinander diskutieren und öffnen danach dann die Diskussion für Ihre Fragen. Können sich also gerne was notieren. Wir reichen dann das Mikrofon rum und können dann mit gemeinsam ins Gespräch kommen. Ich würde gerne Ihre drei Perspektiven am Anfang mal einfangen mit einem einfachen Beispiel. Und zwar, wenn Sie mir etwas aus Ihrem Arbeitsalltag erzählen, wenn ich eine Frage beantwortet bekommen möchte jetzt gerade, dann ist es die: Was halten Sie eigentlich für wahr und warum? Sie können gerne anfangen, wenn Sie da... Genau, also als Wissenschaftler würde ich eigentlich nicht das Wort Wahrheit in den Mund nehmen, weil Wissenschaft hat auch immer ein Element von Unsicherheit. Wenn das nicht der Fall wäre, könnten wir aufhören. Ja, dann wird es auch keinen wissenschaftlichen Fortschritt geben. Aber das heißt nicht, dass wir nichts wissen, sondern man muss eben Wahrheit von Fakten unterscheiden. Und Fakt ist nun mal, um ein Beispiel zu nehmen,
dass sich die Erde erwärmt. Und Sie haben von Fake News gesprochen, alternativen Fakten und so weiter. Und es gibt nicht wenige Menschen, die bestreiten einfach, dass sich die Erde erwärmt. Und das sind eben Fakten, die man nicht leugnen kann. Das kann man messen. Thermometermessungen sind ja so schwierig nicht. Und wenn man möchte, wenn man zumindest alt genug ist, kann man es auch spüren. Ja? Okay, also Sie sagen, die Klimaerwärmung ist wahr und das Warum ist, weil wir es eindeutig sehen, wir können es lesen, anhand von Instrumenten ablesen. Hello again. Okay, no, hello again. Okay, ich fange noch mal an, ganz kurz, was ich am Anfang gesagt habe, falls Sie es nicht verstehen konnten. Sie waren nur jetzt gerade, glaube ich, nicht hörbar. Ja, ja. Ich würde als Wissenschaftler nicht das Wort Wahrheit in den Mund nehmen, zumindest nicht, wenn es um den Klimawandel geht. Ich nehme Fakten in den Mund und Fakten sind zum Beispiel, dass sich die Erde erwärmt, das kann man messen, Thermometermessungen gibt es, Meeresspiegelmessungen gibt es, ja, der Meeresspiegel steigt und insofern glaube ich, müssen wir immer unterscheiden zwischen Wahrheit und Fakten. Ich würde jetzt nicht sagen, der Klimawandel ist wahr, ich würde immer sagen, der Klimawandel ist Fakt. Mhm. Frau Ohne, wie sehen Sie das? Was haben Sie aus Ihrem Bereich, wo Sie sagen, das halte ich für wahr? Ja, eigentlich, dass alles sehr subjektiv ist und das heißt nicht, dass es keine Fakten gibt, um da schon mal direkt anknüpfen zu können, sondern dass dieses Gehirn in unserem Kopf die Welt eben immer sehr subjektiv interpretiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine Aufgabe mit Ihnen machen würde, also keine Angst, das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment, Sie müssen nichts tun, und ich würde Zettel und Stift verteilen und fragen, ob Sie am Ende einfach mal aufschreiben, was Sie heute gelernt haben, was Sie für wahr halten, dann würden da sehr, sehr unterschiedliche Dinge bei rauskommen. Einfach weil unser Gehirn aufgrund der Erfahrung, die Sie hier alle mitbringen, aufgrund Ihrer individuellen Prägung, Ihrer Genetik und der Interaktion aus beidem mit ganz unterschiedlichen Geschichten, auch wenn das jetzt vielleicht ein homogen, sag mal, mehr oder weniger norddeutscher Raum hier ist, ja, trotzdem hätten Sie alle individuelle Geschichten und würden ganz unterschiedlich zum Beispiel vielleicht die Atmosphäre hier im Raum beschreiben, das, was wir gesagt haben und so weiter und so fort. Und Sie würden alle sagen, ja, aber das ist meine Wahrheit, das habe ich doch erlebt heute Abend. Und das ist total kritisch, wenn es um Zustände und gesellschaftspolitische Fragen geht, weil dann einfach natürlich Missverständnisse entstehen können. Das ist auch kritisch, wenn es um persönliche Beziehungen geht. Alle, die sich schon mal mit einem Partner oder einer Partnerin gestritten haben, wissen das, wie schwierig manchmal die gemeinsame Wahrheit dann zu finden ist. Aber natürlich auch eben für politische und natürlich dann auch darüber hinausgehend weltpolitische Fragestellungen. Und deshalb an dieser Stelle schon mal die Einladung, dieses subjektive Wahrnehmen in unserem Gehirn einfach anzunehmen und nicht davon auszugehen, dass es die eine objektive Wahrheit gibt. Nochmal, was nicht bedeutet, dass es keine Fakten gibt. Mhm. Ja, da gehen wir gleich auch noch näher rein in die Art und Weise, wie Wahrnehmung funktioniert. Herr Geimer, wie sehen Sie das auch aus so einer kunstgeschichtlichen Perspektive? Welchen der verschiedenen Wahrheitsbegriffe würden Sie jetzt hier am ehesten anführen, wenn ich Sie frage, was Sie für wahr halten? Ja, vielen Dank, dass Sie die Frage stellen, denn man fragt sich vielleicht, warum sitzt da ein Kunsthistoriker auf dem Podium? Und ich kann vielleicht dazu sagen, dass es in dem Bereich von Bildern, mit denen ich mich beschäftige, mindestens schon mal zwei ganz verschiedene Vorstellungen von Wahrheit gibt. So wie ich auch glaube, dass wir hier heute herausfinden werden, dass wir drei verschiedene Vorstellungen von Wahrheit haben, die sich aber nicht widersprechen müssen. Und ich finde das auch eher gut oder produktiv, dass das so ist. Nämlich einmal, und das ist vielleicht der Teil, der für unsere Diskussion heute oder für die interdisziplinäre Diskussion nicht so interessant ist. Ich würde sagen, die Wahrheit der Kunst hat viel mit Illusion und mit Fiktion zu tun. Und das ist ein Wahrheitsbegriff, der nichts mit Richtigkeit zu tun hat. Ja, wenn ich ins Museum gehe und mir ein Gemälde anschaue, schaue ich mir das nicht darauf hin, ist das eine richtige, ist die Welt da korrekt dargestellt, sondern es ist von vornherein klar, es ist eine Interpretation. Es verhält sich anders, würde ich sagen, oder teilweise anders mit der Fotografie, ein Medium, mit dem ich mich lange beschäftigt habe. Und um ein Beispiel zu nennen, das kennen vielleicht sogar einige hier im Publikum, weil es einen gewissen Lokalbezug hat, die berühmte Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, die Ende der 90er Jahre hier gezeigt wurde und wo die Fotografie eine sehr große Rolle gespielt hat, weil diese Bilder zeigten, der Mythos der reinen Wehrmacht, also dass das eben eine Armee war, die also keine Verbrechen begangen hat, ist falsch, weil man das an diesen Fotografien zeigen kann. Zugleich gab es eine sehr große Diskussion über die Ausstellung, sie wurde auch dann geschlossen 1999, weil es falsche Bildunterschriften gab. Und das ist eine sehr interessante Diskussion, aus der man zweierlei lernen kann. Bilder sind nicht aus sich selbst heraus evident, sie bedürfen immer eines Zusammenhangs der Sprache und sehr viele andere Faktoren, was aber nicht heißt, und da bin ich ganz bei Frau Ohne und ich glaube auch bei Herrn Latif, dass es keine Wahrheit gibt.
Und vielleicht noch eine direkte Antwort auf Sie, dann kommen wir auch vielleicht schon direkt ins Gespräch mit der Subjektivität. Also was ich interessant finde, ist in den Erstsemesterseminaren das Erste, was einem von den Studierenden entgegenkommt, wenn man anfängt über Bilder zu reden, dass sie sagen, naja, es ist sowieso alles subjektiv und alles im Auge des Betrachters. Und dann sage ich immer nein, weil es, ihr könnt bestimmte Aussagen an Bildern machen, die einfach nicht plausibel sind. Und wenn ihr vor dem Bild stehend nicht nachweisen könnt, das ist plausibel, dann ist das vielleicht subjektiv, aber es ist auch eine Art von Wissen, mit der man vielleicht nicht weiterkommen kann. Wollen Sie da direkt drauf eingehen, Mona? Ja, da bietet sich ja das Kleid an, vielleicht als Beispiel zu nennen. Das, genau, wollte ich nämlich fragen, auch den Zusammenhang von Wahrnehmung und Wahrheit. Also tatsächlich, wir hatten kurz drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch mitbekommen haben, es gab vor einigen Jahren im Internet dieses Phänomen eines Kleides, was abfotografiert war. Und das war schwarz und blau. Aber es gab eben einige Menschen, ich glaube die Hälfte sogar der Menschen, knapp, ja, die das Weiß und Gold wahrgenommen hat. So, wenn wir jetzt in so einer Situation sind, wenn so eine vermeintlich einfache Farbwahrnehmung schon nicht funktioniert und wir uns darauf nicht einigen können, dann können wir doch von Wahrheit, brauchen wir doch gar nicht anfangen zu reden, oder? Ja, also für alle, die denken, wir erzählen hier gerade was Unwahres, Sie können das alle nachher, bitte nicht jetzt, Smartphone oder sonst wo, nachrecherchieren, The Dress oder das Kleid, es gibt eine ganze Wikipedia-Seite dazu und es gibt mittlerweile neurowissenschaftliche Studien, die versuchen zu erklären, ich habe gerade auch ein paar verblüffte Blicke gesehen von denen, die das noch nicht kennen, dieses Phänomen, die versuchen zu erklären, was das sozusagen mit unserer visuellen Wahrnehmung, also das Auge und die Gehirnbereiche, die damit im Zusammenhang stehen, eben zu interpretieren, was wir sehen, woran das liegen kann. Weil die Menschen wirklich, und sie können ja vielleicht das am besten mit jemandem anders zusammen machen, und wenn es richtig gut läuft, sehen sie es dann auch unterschiedlich und dann können sie herrlich darüber streiten. Das hat tatsächlich oder hat dazu geführt, dass viele Menschen sich erstmal gestritten haben. Und ich finde einfach, es ist das wunderbarste, einfachste, plakativste Beispiel für meine These, die ich eben in den Raum gestellt habe, dass eben Wahrnehmung, und das hat ja ganz viel mit Wahrheit zu tun, beziehungsweise in der deutschen Sprache ja auch sehr schön, weil man eben beide Begriffe sehr gut miteinander in Beziehung setzen kann, dass es eben immer was Subjektives ist. Und dass selbst da, also die Erklärung, die es aktuell gibt, also der Stand der Wissenschaft dazu, woran das liegt, dass wir es unterschiedlich wahrnehmen, ist, dass eben unsere Historie, wie wir Schatten und Hintergründe und Fördergründe gelernt haben, so ganz simpel runtergebrochen, beeinflusst, wie wir dort die Farben wahrnehmen. Also selbst sowas vermeintlich Triviales wie visuelle Wahrnehmung, wir sagen, ey, wenn ich blau sehe, dann siehst du doch auch blau oder rot oder grün, ja, selbst das funktioniert nicht. Ja, und deshalb ist es so wichtig, und das vielleicht schon mal direkt lösungsorientiert, ich bin ja so die lösungsorientiert konstruktiv denkende Person und versuche immer irgendwie dann, okay, was machen wir jetzt damit, umzugehen, ist halt die einzige Chance, die wir haben, ist darüber zu reden. Also vielleicht nicht unbedingt zu streiten, sondern zu sagen, ich sehe das so und so bei einem Kleid, und wenn es dann so Begriffe wie Freiheit oder andere Dinge sind, wird es natürlich sehr viel schnell komplex, darüber zu reden, warum man denkt, dass man das und das sieht oder fühlt oder wahrnimmt. Herr Latifi, sehen Sie das aus so einer naturwissenschaftlichen Perspektive, also dass wir sozusagen ein Phänomen haben, wo im Prinzip ist das schon richtig, was Sie sagen, es funktioniert nur nicht. Das eine ist Theorie, das andere ist Praxis, das kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie wie ich seit 40 Jahren versuchen zu reden und es Leute gibt, mit denen Sie eigentlich nicht mehr reden können. Ne? Ich fahre gerne Fahrrad und auch hier in Hamburg an der Elster lang und so weiter, und letztens hatte ich eine Begegnung, kam mir ein Fahrradfahrer entgegen, ja, und dann guckt er mich so an, viele erkennen mich ja auch, ja, sehe ja auch ein bisschen blöd aus, gebe ich ja zu. Dann bin ich weitergefahren und dann merkte ich, wie auf einmal hinter mir einer gestrampelt wieder ankam, ja, und dann war es derselbe Mann und hat mich angehalten und hat gesagt, das ist doch alles Fake mit dieser Klimageschichte, das haben sich doch die Medien ausgedacht. Ne? Dann habe ich versucht, ihm klarzumachen, habe ihm das erzählt, was ich gerade erzählt habe. Es gibt doch Temperaturmessungen, die zeigen doch, dass es wärmer wird. Es gibt Pegelmessungen, die zeigen, dass die Meeresspiegel steigen. Ja? Das hat er alles nicht geglaubt. Ach, alles Blödsinn. Ja? Und deswegen glaube ich, haben wir noch nicht, ich meine, Sie sagen lösungsorientiert, aber nichts gegen Sie, aber ich habe noch niemanden gefunden, der mir wirklich eine Lösung präsentiert hat, die funktioniert bei den sogenannten Klimaskeptikern. Ja? Offensichtlich kann man viele von denen nicht mehr abholen, egal wie viel man redet. Das heißt nicht, dass man einen großen Teil vielleicht doch abholen kann, aber es gibt hier eine Gruppe von Menschen, ich weiß nicht, wie groß sie ist, die sind eingefangen in so einer
in ja, einem Gefängnis gewissermaßen, aus dem sie nicht rauskommen, in das sie vielleicht selbst gegangen sind. Ich weiß es nicht, warum sie da sind, aber die kriegt man nicht mehr raus. Und meine Befürchtung ist, dass wir eben noch keine Lösung gefunden haben und dass deswegen immer diese Leute, auch in Form der AfD, immer mehr Zuspruch bekommen und am Ende dann auch gewählt werden und vielleicht, das ist ja das schreckende Szenario für mich, die Macht ergreifen, ja, durch das Leugnen von Fakten. Und ich habe bis jetzt jedenfalls noch keine Möglichkeit gesehen, wie ich das unterbinden kann. Also es gibt tatsächlich Schätzungen zu den sogenannten, also im englischsprachigen Raum, ich weiß ehrlich gesagt nicht, das müsste ich auch recherchieren, ob das im deutschsprachigen Raum schon gemacht wurde, also unter anderem eben dann in Deutschland, wo so 6 Gruppen aufgeteilt werden, also nicht die glauben an den oder haben verstanden, dass es die Klimakrise gibt und die haben es halt nicht verstanden. Ich spreche da auch ungern von Glauben, weil das ist ja keine Glaubensfrage, ne, wie Sie auch richtig sagen. Aber es gibt da 6 Unterscheidungen, also die von highly concerned, also die sich wirklich täglich Sorgen machen über den Zustand, in dem wir sind als Weltbevölkerung, und den sogenannten Dismissives, also die, die halt sagen, gibt es nicht. Also das, was wir so klassisch als Klimawandelleugnung bezeichnen. Und der ist tatsächlich, das ist die gute Nachricht an der Stelle, relativ klein. Also das sind so im englischsprachigen Raum, hauptsächlich in den USA, wo es durchgeführt wurde, was man jetzt auch nicht unbedingt denkt, vielleicht 10%. Das sind die, die nicht erreicht werden können. Mit genau diesen Dingen, wie Sie ja auch richtig beschrieben haben. Und wo wir einfach, und ich sage immer gerne, das Gehirn ist das Faszinierendste und gleichzeitig das Frustrierendste. Und Sie haben gerade eine anekdotische Beschreibung davon gegeben, wie frustrierend das dann sein kann, weil man irgendwie denkt, und wir haben das ja auch viel während Corona erlebt und so weiter, weil man denkt, das kann doch nicht sein, wie können die das denn nicht begreifen? Ja, die Fakten sind da, wir können das alles ablesen. Das meine ich mit dem frustrierenden Teil des Gehirns, aber sich darauf jetzt, und das ist, denke ich, der gesamtgesellschaftliche Auftrag, sich darauf, und da sind wir auch schon bei den Medien, zu fokussieren und nur, beziehungsweise hauptsächlich das abzubilden, das wird uns nicht weiterbringen. Und da der Auftrag an alle, und Sie haben gerade alle applaudiert, ich nehme Sie da jetzt auch direkt mit in die Verantwortung, oder viele, Entschuldigung, nicht alle, viele, ich habe jetzt nicht genau geguckt, haben applaudiert, nach dem, was er Latif gesagt hat, ja, nehme ich Sie mit in die Verantwortung und sage, ja, seien Sie nicht Teil der schweigenden Mehrheit, ne, ungefähr 90%, wenn wir jetzt die Zahlen übertragen, die das verstanden haben, die das Wissensproblem nicht haben und die einfach in der Verantwortung sind, entsprechend zu handeln und natürlich auch, sprechen wir hier drüber, zu kommunizieren. Jetzt sind wir bei der Frage, wie Medien bestimmte Inhalte vermitteln, also Fakten vermitteln. Und wir erleben aber ja seit vielen Jahren eigentlich, dass Menschen immer mit diesem Wahrheitsbegriff kommen. Herr Latif, Sie haben das ja sehr klar gesagt, zu sagen, das ist was anderes. Also wir reden bei der Klimakrise über Fakten, kommt mir nicht mit Wahrheit. Es ist aber tatsächlich so, dass es ja sowas wie einen Anspruch zu geben scheint, dass die Medien eine Wahrheit vermitteln. Wie gehen wir damit um, dass es diesen Anspruch gibt und warum ist die Wahrheit ausgerechnet jetzt in aller Munde? Darf ich noch mal kurz zu dem Beispiel mit dem Kleid zurückkommen? Also weil ich glaube, dass es ganz hilfreich ist, wenn wir unterscheiden zwischen verschiedenen Skalen von Wahrheit. Also ich würde sagen, dieses Beispiel mit dem Kleid leuchtet mir absolut ein. Da würde ich aber auch eigentlich ganz pragmatisch sagen, da lohnt es sich auch nicht lange zu streiten. Also warum soll ich da mit jemandem streiten, der sagt, ich sehe das eher so ein bisschen blau, kann man akzeptieren. Wenn es aber um Erderwärmung geht, würde ich sagen, das ist eine vollkommen andere Kategorie von Wahrheit. Und da kann man nicht sagen, ja, du siehst das halt so oder kann sein oder kann nicht sein. Und ich habe mich ein bisschen in der Vorbereitung auf die Sendung, auf die Diskussion, eine Sendung mit Ihnen, Herr Latif, die mich sehr beeindruckt hat. Ich glaube, das war Markus Lanz und Sie sprechen mit einem AfD-Politiker und Sie bringen einige Ihrer Forschungsergebnisse und er sagt dann, ja, aber da gibt es auch andere, die sind anderer Meinung. Und Sie sagen, nein, das ist keine Frage der Meinung, ja, sondern das kann, es gibt Plausibilisierungskriterien. Und dann kann man nicht einfach sagen, ich habe aber diese Meinung, die Person muss dann auch das plausibel machen können. Also insofern würde ich sagen, ich glaube vollkommen, dass es mit dem Kleid stimmt. Ich glaube nur, das ist sozusagen der harmlosere Fall, wie man auch sagen kann, der eine isst gerne Gemüse, der andere weniger gerne. Das macht keinen Sinn, da zu streiten. Aber wenn es um Fragen geht, wie findet die Klimakatastrophe statt, gibt es die Erderwärmung und so weiter, müssen wir natürlich streiten. Und dann muss man auch als Wissenschaftler, und das machen Sie relativ, seine Plausibilitätskriterien klar machen.
Entschuldigung, ich habe ihn jetzt nochmal zurück zu dem ja, Kleid. Ja, nee, dann kann ich gerne auch darauf eingehen, weil das finde ich tatsächlich interessant. Also ich habe das selber so erlebt mit diesem Foto, dass man schon sehr verwirrt ist, wenn man das gleiche Bild anschaut und eine Person wirklich sagt, ich sehe da nicht schwarz und blau, ich sehe da Gold und Weiß. Das ist schon tatsächlich sehr verwirrend und deshalb vielleicht nochmal die Frage, also wenn wir jetzt gerade bei Medien und Vermittlung sind, ist dann vielleicht dieses Kleid als Beispiel ein Hinweis darauf, dass Fotografie oder Bilder als Medium der Vermittlung von Wahrheit nicht funktionieren und dass wir da vielleicht einem Missverständnis aufgesessen sind? Also ich habe generell den Eindruck, dass es vielleicht vor einigen Jahrzehnten so Common Sense war, zu glauben, Fotografie ist objektiv und Bilder sind die Wahrheit. Heute ist der Common Sense das genaue Gegenteil. Der Common Sense ist heute, Bilder lügen, sie sind konstruiert, sind manipuliert, sodass meiner Meinung nach die Herausforderung heute daran besteht, zu sagen, beides ist falsch. Es ist falsch zu sagen, Bilder sind objektiv. Es ist aber, ich rede jetzt mal wirklich von Fotografie, weil Kunst habe ich eben schon, das ist ein ganz anderer Wahrheitsbegriff. Aber sagen wir mal, die Bilder, über die Sie auch sprechen, die Bilder des Ukraine-Krieges, die Bilder in der Presse zirkulieren, Kriegsfotografien, da würde ich sagen, da kommen wir nicht weiter, wenn wir einfach sagen, Bilder lügen oder Bilder sind manipulativ oder wir können ihnen nicht glauben, sondern man muss auch bei jedem einzelnen Bild versuchen zu fragen, wer hat das Bild gemacht, unter welchen Umständen ist es zustande gekommen und dann kommt man auch zu einer Wahrheit und dann kommt man auch dazu, ist das Bild plausibel oder nicht. Also insofern würde ich wirklich sagen, man muss heute, besteht die Aufklärung merkwürdigerweise eher darin, gar nicht über die Manipulierbarkeit von Bildern aufzuklären, sondern zu sagen, wenn Bilder nur das wären, dann wären wir sie ja schon längst losgeworden. Ja. Aber offenbar gibt es ja ein Bedürfnis nach Bildern und es gibt Pressefotografie und die hat auch eine bestimmte wichtige Funktion. Und in der Wissenschaft würde ich sagen, erst recht, man kann sich nicht leisten zu sagen, wir verzichten auf Bilder. Die spielen ja auch in den Naturwissenschaften eine große Rolle. Aber man muss, sie sind nicht objektiv, das ist ganz klar, aber man muss die Frage stellen, was macht sie plausibel und immer wieder neu diesen Diskurs führen. Das heißt, wir haben vielleicht auch eine falsche Vorannahme, wenn wir entweder denken, dass Bilder nur manipulativ sind oder dass Bilder die Wahrheit sagen und müssen vielleicht vielmehr so die Kontextualität des Bildes auch mitdenken und befragen. Das wäre sozusagen Ihr Plädoyer. Frau Urne, ich würde gerne bei dieser Frage bleiben, wie Medien oder was Medien vermitteln und warum so häufig dieser Anspruch entsteht, dass Medien so etwas wie Wahrheit vermitteln. Wie kommt das? Ja, also ohne jetzt die nächsten anderthalb Stunden darauf zu verwenden, diese Frage zu beantworten, ich würde sie dann wahrscheinlich irgendwann langweilen und hier alleine sitzen, aber das treibt mich tatsächlich ja nicht erst seit gestern um, sondern seit einer sehr langen Zeit mittlerweile. Und das vielleicht wichtigste, schlagendste Argument an der Stelle beziehungsweise Legitimation von Medienschaffenden ist häufig, ja, aber wir sagen doch, was ist. Und es gibt in dieser Stadt eine Publikation, die das tatsächlich sogar als Slogan benutzt. Und das finde ich tatsächlich ziemlich problematisch aus ganz vielen Gründen. Und ich versuche mal vielleicht so ein, zwei Schlagwörter und notfalls sagen Sie dann Stopp, ja, oder drehen mir das Mikro ab, Schlagwörter zu liefern, warum ich das für problematisch halte. Also erstens alles das, was wir hier heute schon gesagt haben, ja, weil es eben kein Sagen, was ist, gibt, weil es immer schon bei der Auswahl des Themas, also berichten wir über Klimakrise und Co. oder berichten wir über das nächste Fußball, weiß ich nicht, Finale oder über irgendwas anderes oder alles gleichzeitig gefühlt. Die Auswahl des Themas ist schon eine subjektive Angelegenheit. Und natürlich gibt es bei den Medienschaffenden dann so Nachrichtenwertkriterien und so weiter und so fort. Und die sagen, ja, aber das ist so und so und so. Und da macht man so Checkhaken und wählt das halt aus und sagt, so, jetzt haben wir aber die objektive Legitimation, dass wir darüber berichten. Ja, die wurden halt irgendwann von Menschen aufgestellt, diese Kriterien. Und dann, und das haben Sie gerade so schön beschrieben mit den Bildern, das zählt ja nicht nur für Bilder, sondern natürlich auch für jedes Wort, was ich benutze. Und jede Aussage, die ich tätige, weil das immer, also das große Stichwort da ist Framing, für alle, die sich damit schon mal beschäftigt haben, das heißt so die Rahmengebung, sind wir auch wieder bei Bildern, ja, aber eben auch dann für Wörter, welchen Rahmen gebe ich dem, welches Framing benutze ich, welchen Rahmen mache ich damit in den Hirnen und den Köpfen der Menschen auf, wenn ich zum Beispiel von Freiheit spreche oder von Sicherheit, versus Verboten oder Investitionen versus Schulden machen. Und alle solche Dinge sind häufig die gleichen Dinge, aber ein komplett anderer Frame, also ein komplett anderer Deutungsrahmen, wie es dann auf Deutsch heißt, der im Kopf bedient wird und der natürlich wieder bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich wirkt. Einfach aufgrund der bisherigen Einstellung und dem Verständnis von, was gut und richtig und falsch
und böse ist. Ja. Das heißt, diese Subjektivität ist eigentlich auf allen Ebenen gegeben, trotzdem steht aber immer noch in vielen, also sowohl privatwirtschaftlichen Medien wie dem Spiegel, der halt eben Sagen, was ist, als Slogan hat, oder eben auch den öffentlich-rechtlichen, mit denen Sie ja auch sehr vertraut sind und ich auch ja, häufig diskutiere, argumentiere und mich austausche, dass sozusagen eine objektive Informationsweitergabe möglich ist. Und das ist einfach nicht der Fall. Und dadurch entsteht, und das macht dann Tür und Tor offen, letzter Punkt dazu an der Stelle, für natürlich diese ja, vehemente Widerspruchshaltung von Menschen, die dann sagen, aber das stimmt doch nicht. Weil wenn die einen sagen, ja, aber das ist objektiv richtig, und die anderen sagen, nee, bei mir nicht, das Kleid sieht halt so und so aus, um nochmal das Kleid wieder reinzubringen, dann ist der Vorwurf quasi gerechtfertigt zu sagen, die berichten doch falsch. Deshalb tun sich Medienschaffende einfach null Gefallen damit, zu sagen, wir berichten die Wahrheit oder objektiv. Wir berichten Fakten und im Englischen gibt es den schönen Begriff der Accountability, also der Nachvollziehbarkeit und eben auch der Faktentreue. Und ich denke, damit sind alle Medienschaffende sehr viel besser beraten, sich dem anzunehmen und nicht diesen objektiven Vorhang irgendwie versuchen aufzuhalten. Ich glaube, das ist auch gut so, wir diskutieren im Moment auf einer extrem hohen Flughöhe. Ja? Und ich würde das gerne mal ein bisschen runterbrechen. Haben Sie noch eine Fahrradgeschichte? Fast. Okay. Zwei Dinge dazu. Warum tun wir uns so schwer in der Klimaforschung? Das hat natürlich auch eine Geschichte. Ne? Das ist ja nicht irgendwie jetzt auf einmal passiert, sondern es hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Und die eine Geschichte ist die, dass lange Zeit in den Medien irgendwie das Gesetz oder das ungeschriebene Gesetz geherrscht hat. Wir müssen auch immer die Gegenposition bringen. Egal, ob sie plausibel ist oder nicht. Ja? Ich bin fast wahnsinnig geworden, ist heute nicht mehr zum Glück so stark, aber ich bin fast wahnsinnig geworden. Ja? Dann sagen da wirklich kompetente Leute etwas und dann ist da irgendeiner, der was weiß ich was macht, auf jeden Fall nicht in der Klimaforschung gearbeitet hat und genau das Gegenteil behauptet. Ja, das war lange Zeit auch in Sendung so, Sie haben Markus Lanz angesprochen, da war es auch so. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt hingehen soll, ja, weil am Ende können die Menschen nicht entscheiden, wenn sie nicht selbst in dem Feld arbeiten, wer hat denn nun eigentlich recht? Ja? Das heißt, also die Medien haben systematisch eine Unsicherheit produziert und unter der leiden wir heute immer noch. Ja? Und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Wir in der Wissenschaft haben nur einen Fund, mit dem wir wuchern können. Das ist die Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit ist irgendwie systematisch untergraben worden, das behaupte ich jetzt mal, auch von den Medien. Aber auch von einer anderen Gruppe systematisch untergraben worden, und zwar von der Industrie oder von Teilen der Industrie, von der Energiewirtschaft. Die haben in den 70er Jahren, Exxon, vielleicht haben Sie es gelesen, wusste schon in den 70er Jahren, was Sache ist. Deren Wissenschaftler haben schon alles berechnet, ja, wie sich CO2 entwickelt, wie sich Temperatur entwickelt. Trotzdem hat Exxon millionenschwere Kampagnen gegen die Klimaforschung gefahren. Und das wirkt bis heute noch nach. Die Menschen sind verunsichert und ich glaube, diese 10%, die Sie angesprochen haben, die glaube ich nicht. Gut, das ist jetzt Glauben, nicht Wissen, aber ich glaube sie nicht und ich will Ihnen auch sagen, warum ich sie nicht glaube, weil, wissen Sie, mich kennen ja nun wirklich viele Leute und ich werde so oft angesprochen, zum Beispiel im Taxi, wenn ich ins Taxi, ach, Sie sind das. Ne? Und die erste Frage, die eigentlich immer kommt, ist es denn wirklich so? Und alleine diese Frage, ist es denn wirklich so? Es gab doch immer Eiszeiten und so weiter, die sagt mir, dass die Skepsis in der Bevölkerung viel, viel größer ist, als sie tatsächlich in den Umfragen zum Ausdruck kommt, weil in den Umfragen will doch gar keiner zugeben, dass er gar nicht so richtig daran glaubt. So sagen wir, ja, natürlich, Klimawandel, alles klar, das ist wichtig und so weiter. Ne? Aber dann haben wir auch beim Heizungsgesetz gemerkt, ne, wenn es wirklich darum geht, auch etwas zu tun, dann ist auf einmal sozusagen der Zuspruch zum Klimaschutz deutlich geringer, als man vorher gedacht hat. Und deswegen glaube ich, ist ein ganz großes Problem mit den Medien. Hat sich Gott sei Dank gebessert, muss ich sagen, außer dieser Geschichte, die Sie gerade angesprochen haben. Aber die Industrie macht eigentlich immer noch das Gleiche. Ja? Und das hat sich eben nicht geändert. Man muss sich nur mal angucken, die Ausgaben der Energiewirtschaft für sogenannte Klimainformation. Ne? Was wir unter Klimainformation zu verstehen haben, das kann ich Ihnen sagen, das ist nämlich Fehlinformation und diese Ausgaben sind riesengroß. Da kommen wir mit unseren kleinen Budgets überhaupt nicht gegen an. Aber wie gehen Sie denn genau in diesem Kontext, auch wenn Sie jetzt angesprochen werden im Taxi oder auf dem Fahrrad, wie gehen Sie damit um,
dass Wissenschaften das Prinzip der Falsifizierbarkeit haben. Also dass etwas, was man lange für richtig hält und was viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, die große Mehrheit für wahr hält, für richtig hält, falsch sein kann am Ende. Dafür gibt es ja in der Wissenschaftsgeschichte unendlich viele Beispiele, wenn Menschen sie damit konfrontieren und sagen, naja, wer weiß denn schon, ob wir nicht die Annahmen, die Sie jetzt hier so behaupten, ob das nicht in 100 Jahren alles falsch ist. Absolut, absolut. Und die Unsicherheit ist doch der beste Grund zu handeln. Ja? Also irgendwie kommt mir das Ganze doch so vor wie ein Autofahrer. Der fährt mit Höchstgeschwindigkeit im dichten Nebel auf der Autobahn und weiß nicht ganz genau, kommt da nun irgendwie Stauende oder kommt da keins. Ne? Und in dem Fall heißt doch die Devise runter vom Gas. Und so ist es doch auch bei der globalen Erwärmung. Ja? Ich weiß zwar, es erwärmt sich, und ich bin mir ziemlich sicher, es wird sich auch weiter erwärmen, wenn wir mehr Treibhausgase ausstoßen. Ne? Es bleibt natürlich Unsicherheit. Ist da irgendwo ein Kipppunkt? Ja, fahren wir irgendwann gegen die Wand? Ist da ein Point of No Return oder so? Wollen wir es denn herausfinden? Nee, wollen wir nicht. Sondern wir wollen doch wirklich versuchen, das Risiko so klein wie möglich zu halten. Und in dem Fall müssen wir einfach runter mit den Emissionen. Wollen wir mal vielleicht versuchen, sowas wie einen multiplizierten Wahrheitsbegriff zu fassen? Also vielleicht, ich hätte eine Möglichkeit zu sagen, Wahrheit ist das, was wir verfehlen können, obwohl wir nach allen Regeln der Kunstwissenschaft betreiben. Würden Sie da alle zustimmen? Wahrheit ist das, was wir verfehlen können. Also ja, aber ich würde gerne noch ein Lativ fragen. Da kommen wir aber, glaube ich, wieder zu der Frage. Sie haben gesagt, und das fand ich interessant, man soll nicht immer auch die anderen Meinungen so stark mithören, damit nicht so ein Relativismus entsteht. Aber würden Sie nicht auch sagen, das ist natürlich, wenn das in dem Fall, entschuldige, dass ich jetzt auch nicht dieses Beispiel herausgegriffen habe, wenn das eben ein AfD-Politiker ist, der einfach nicht guten Willens ist, sich auf einen Diskurs einzulassen, dann hat man erstmal verloren, da kann man nicht viel machen. Das ist aber zum Glück ja nicht der Normalfall und ich würde sagen, wenn Sie mit Kollegen und Kolleginnen reden, können Sie ja ganz anders argumentieren und ist es da nicht eigentlich sogar gut, sich selber Fragen zu stellen. Ich fand sehr schön, Sie haben ja angefangen damit zu sagen, wir müssen Unsicherheit zugeben. Und ich glaube, das können Sie aber als Naturwissenschaftler vielleicht noch besser beurteilen, eine Aufgabe, die wir als Wissenschaftler haben, ist eben genau das zu vermitteln. Es ist kein Widerspruch, dass wir um unsere Ergebnisse ringen und dass die nicht objektiv sind, aber dass sie trotzdem, wenn wir sie einmal haben, dass wir begründen können, wie wir dahin gekommen sind. Und deswegen würde ich sagen, ist die Gefahr des Relativismus gar nicht da. Alle haben dann immer Angst vor Relativismus, sobald man sagt, die Wahrheit ist nicht objektiv, sie versteht sich nicht von selber. Ja, das stimmt, aber, ja. Absolut. Ich versuche auch immer, die Unsicherheit deutlich zu machen. Ich habe es auch gerade erklärt. Ich finde, die Unsicherheit ist der beste Grund zu handeln. Also zumindest nach meinem Dafürhalten. Ich finde, man muss jetzt gar nicht so irgendwelche Schreckensszenarien an die Wand malen, sondern ich finde tatsächlich in so einem persönlichen Leben, versuchen wir jedes noch so kleine Risiko zu vermeiden. Ne, überlegen Sie mal, wenn wir hier Esplanade unheimlich stark befahren, ne, und wenn Sie über die Straße gehen wollen, gucken Sie nach links und nach rechts und angenommen die Chancen sind 50-50, dass Sie von einem Auto erfasst werden, gehen Sie doch nicht über die Straße. Wieso wollen wir beim Klimawandel immer 100%? Diese 100% gibt es nicht und Sie haben völlig recht, wir müssen natürlich Transparenz herstellen und das geht wieder auf die Glaubwürdigkeit. Wir sind nur glaubwürdig, wenn wir transparent sind, wenn wir unsere Methoden deutlich machen, wie kommen wir eigentlich zu den Ergebnissen und wenn wir auch die Unsicherheiten kommunizieren. Nun ist aber allerdings die Frage, wie reagiert auch das Gehirn auf Unsicherheit? Also wenn wir in der Situation jetzt sind, dass wir multiple Krisen haben tatsächlich und Menschen sagen, ich brauche was, woran ich mich festhalten kann und ich kann jetzt nicht auch noch davon ausgehen, dass das, was mir erzählt wird, vielleicht irgendwann falsifiziert wird oder dass es da Unschärfen gibt und so weiter. Das kann ich nicht. Ich brauche den Wunsch nach, also ich brauche Eindeutigkeit und Klarheit. Wie gehen wir damit um? Ja, ich wurde schon ganz nervös beim Begriff der Unsicherheit und Sicherheit hier, weil das, was das Hirn gar nicht mag, ist Unsicherheit. Also unser Gehirn ganz grob, wirklich jetzt sehr, sehr krude, ja, zusammengefasst, funktioniert darüber, dass wir Vorhersagen treffen. Also dass unser Gehirn Vorhersagen darüber trifft, was möglichst wahrscheinlich, da sind wir bei den Sicherheiten, aber ein wissenschaftlich denkendes Hirn sozusagen sieht diese Unsicherheiten und Sicherheiten anders, sage ich gleich noch was zu, aber das ist der grobe Mechanismus. Ja? Wir treffen Vorhersagen darüber, was ist möglichst wahrscheinlich, kommt da ein Auto oder nicht und wenn wir sagen, okay, ist eher unwahrscheinlich, dann gehen wir vielleicht über die Straße, je nachdem wie schnell wir laufen können und so weiter. Ja? Das heißt, diese Unsicherheitsminimierung ist die Hauptaufgabe von so einem Gehirn.
oben in unserem Kopf, weil was ist die wichtigste, zentralste Sache, die es machen muss? Uns am Leben halten. Ich sage immer gerne, wenn wir tot sind, macht alles andere keinen Sinn, zumindest für uns persönlich nicht mehr. So, das heißt, zentrale, erste, wichtigste Grundlage, wie die Basislast in der Energieversorgung, ja, ist, dieser Körper muss irgendwie am Leben sein, damit er irgendwie noch andere Dinge tun kann. Das heißt, Unsicherheitsminimierung und gute Vorhersagen treffen, was möglich ist und was unmöglich ist, ist die Haupt- und Kernaufgabe. Das, und jetzt beginnt die Herausforderung, funktioniert aber eben nicht immer, was wir häufig als rational beschreiben. Alles das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Ja, Moment mal, die Fakten und Daten sind doch da. Wie frustrierend ist es bitte, dass die Menschheit trotzdem nach wie vor weiter CO2, also noch mehr CO2 ausstößt. Also wir hatten im Jahr 2022 ja einen neuen Rekord. Das ist komplett irre, sozusagen, wenn wir das jetzt auf unser Verhalten als Weltbevölkerung und die Zukunft auf diesem Planeten betrachten wollen. Und jetzt kommt die nächste Herausforderung von diesem Hirn in unserem Kopf: Wir sind einfach unheimlich schlecht darin, Langzeitentscheidungen zu treffen. Und das ist das Gemeine an dem, ich sage jetzt mal blöd, ich sage immer, es ist eigentlich kein Thema, sondern es ist eine Dimension von jedem Thema, aber wenn wir es als Thema, also das Klimathema sehen wollen, ja, das ist das Gemeine daran. Weil es eben nicht ist, naja, ich gehe über die Straße und dann bin ich entweder tot oder lebendig, je nachdem wie schnell das Auto oder der SUV wieder angerollt kommt. Sondern es ist etwas, was langfristiges Denken erfordert. Und warum das so schwierig ist, vielleicht ganz kurz einmal auf die individuelle, Stichwort Flughöhe reduzieren, individuelle Ebene runtergebracht: Wenn wir gut darin wären, langfristig zu planen und zu entscheiden, auf unsere eigene Gesundheit betreffend, dann hätten wir nicht in Europa mehr als 50% übergewichtige Menschen. Punkt. So, wir sind einfach sehr schlecht darin. Das müssen wir akzeptieren. Und jetzt können wir uns fragen, also wir können es auch nicht akzeptieren, aber ich denke, es hilft. Jetzt können wir uns fragen, okay, wenn wir auf individueller Ebene schon schlechteren sind, wie schaffen wir es als Gesellschaft, irgendwie diese Hirne in unserem Kopf in so einen Langzeitmodus zu kriegen? Und jetzt brauchen wir bald auch nicht mehr den Langzeitmodus, weil hey, es wird immer spürbarer und fühlbarer. Das, was wir eben auch schon hatten. Ja? Ganz einfach runtergebrochen, wie viele Herdplatten müssen wir erwachsenen Kindern noch anfassen, bevor wir sagen, oh, die ist wirklich heiß. Ja, es tut weh, meine Hände schmilzen, wenn ich sie zu lange da drauf lasse. Und das ist eine Verantwortungsfrage. Und da sind wir wieder bei der Verantwortung von Medien, von jedem Individuum, von der Gesellschaft, von Politik und so weiter, weil wir haben einfach nur diese Hirne. Aber wenn ich da kurz dran anknüpfen darf, für die Frage, was dann Wahrheit ist oder warum der Wahrheitsbegriff auch so vorherrschend ist, so viel diskutiert, dann könnte man schon sagen, dass unsere Gehirne halt, weil es diese Unsicherheitsvermeidungstendenz gibt, eine Wahrheit gerne haben und wir aber jetzt wunderbar herausgearbeitet haben, dass sozusagen diese eine Wahrheit schon mal ohnehin nicht existiert und wir sehr genau differenzieren müssen zwischen Fakten und Wahrheit und für Wahrheiten. Und wir auch noch die Problematik der Subjektivität haben, also dass es sozusagen ein viel komplexeres Bild ist als das, was sich unser Gehirn eigentlich wünscht. So, absolut. Das können wir erstmal festhalten. Ja, und diese Wahrheitssuche, vielleicht das ganz kurz ergänzend, ist eben noch größer, wenn wir in einem unsicheren Zustand sind. Also sprich, diese Gewissheiten haben zu wollen, wenn wir in Angst und Panik sind, das, was häufig passiert in Situationen, wo dann mit Wahrheiten, vermeintlich einfachen Wahrheiten, um sich geworfen wird, egal ob von Autokraten oder anderen Menschen, die irgendwie größenwahnsinnig sind, das ist sozusagen der fruchtbarste Boden, auf den einfache Antworten fallen können, Gehirne in Unsicherheit, weil dieser Drang nach einer einfachen Wahrheit noch größer ist. Darf ich einen Punkt noch machen? Ich bin zwar jetzt kein Neurowissenschaftler, aber aus meiner persönlichen Sicht der Dinge denke ich, wir können auch das Gehirn überlisten. Und zwar mit Anreizen. Da werden wir wieder konkret. Warum gibt es kein Klimageld? Die Leute haben das Gefühl, sie werden immer nur belastet, aber sie werden nicht entlastet. Ich meine, das Klimageld steht im Koalitionsvertrag, aber es gibt es nicht. Ja? Ich glaube, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie auch profitieren, ja, dann kann auch kurzfristig etwas passieren. Und was mich persönlich auch unheimlich stört, nun bin ich auch kein Ökonom, ich bin eigentlich gar nichts, ne? Was mich unheimlich stört ist, die Entstehungskosten für erneuerbare Energien sind die niedrigsten. Alles andere, fossile Brennstoffe, fossile Energie, Atomkraft, alles ist viel, viel teurer. Und trotzdem steigen die Strompreise, das versteht doch kein Mensch. Ja, und deswegen wollen viele Menschen auch die Energiewende nicht, weil sie denken, was soll denn das eigentlich? Ja, es wird immer teurer, ich habe keinen Bock da drauf, ja, ich muss meine Miete bezahlen und alles Mögliche. Und da sind doch meiner Meinung nach die
für mich jedenfalls, ich bin auch kein Politiker, die einfachen Stellschrauben, wo man ansetzen kann, durch Anreize. Ich glaube, wir Menschen sind so, wir brauchen diese Anreize, wir brauchen Schokolade oder was auch immer, dann funktionieren die Dinge auch. Herr Geimer, Sie wollten auch gerade noch auf Frau Ohne eingehen. Ja, ich wollte auch noch ein Wort zum Gehirn sagen. Oder zur Überlistung des Gehirns vielleicht. Also die Reihe heißt ja Geisteswissenschaften im Dialog und eine Veranstalterin ist die Max-Weber-Stiftung, also historische Institute. Und wenn man historisch forscht, hat man mit sehr viel Veränderung zu tun. Die Welt sieht heute völlig anders aus als vor 30 oder vor 40 Jahren. Beispielsweise würde ich sagen, es gibt hier im Saal bestimmt eine Mehrheit dafür, die das gut findet, dass 50% Frauen in Führungspositionen sein sollen. Das wäre vor 50 Jahren noch ganz anders gewesen. Oder die Meinung, das schadet auch nicht, wenn man die Kinder mal schlägt, hat heute keinen Konsens mehr. Das heißt, wir haben doch mit sehr schnellen Veränderungen zu tun. Und ich würde mal sagen, diese Veränderungen sind maßgeblich kulturell und sozial bedingt. Und das Gehirn verändert sich doch gar nicht so schnell. Das Gehirn, aber korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, hat sich doch jetzt in den letzten 50 Jahren physiologisch nicht vollkommen verändert. Deswegen wäre meine Frage, warum geben Sie dem Gehirn oder warum trauen Sie dem Gehirn so viel zu, dass das so viele Entscheidungen produziert? Oder müsste man nicht zumindest, ich glaube, in die Richtung ging auch ein bisschen Ihre Frage, Frau Rode, müsste man nicht zumindest Kultur und Gesellschaft und Soziales nochmal dazunehmen? Denn sonst wird das doch irgendwie ein deterministisches Denken, wo man sagt, das Gehirn diktiert eigentlich. Und ich meine, es würde doch auch, oder Sie würden doch wahrscheinlich auch nicht sagen, der Angriffskrieg der Russlands auf die Ukraine ist ein Effekt von Putins Gehirn. Doch, tatsächlich würde ich das sagen. Wenn Sie mich jetzt so direkt fragen. Ist das eine Wahrheit? Naja, also das ist doch jetzt ein schöner Moment, Sie lachen, aber das ist ein schöner Moment aus meiner Sicht, um nochmal diese verschiedenen Perspektiven einzubringen. Deshalb habe ich gerade erst kurz überlegt, ob ich Ja sage oder nicht, weil wir auf der einen Seite biologisch drauf gucken können und das wäre dann eben die Gehirnebene und ich betrachte mich selbst oder meine Hauptperspektive, aber sozusagen die, in der ich mich am besten oder am wenigsten nicht gut auskenne, die neurowissenschaftliche Ebene. Ja, also sprich, biologisch drauf zu gucken. Und dann kann ich, also die geisteswissenschaftliche Komponente von dieser Ebene ist ja dann die Psychologie häufig. Also die geben sich mittlerweile auch so die Hand. Also ich habe auch Kognitionspsychologie gemacht und so weiter. Und das heißt, das ist dann halt das, wie wir darüber sprechen. Und das ist die große Frage der Bewusstseinsfrage, ohne jetzt zu weit abdriften zu wollen. Ne? Können wir das jemals begreifen? Also irgendwie Neuronen, die miteinander kommunizieren und dann gehen da so kleine Botenstoffe und elektrische Signale. Naja, verstehen wir halt nicht. Also brauchen wir irgendwas anderes und haben so Wörter wie Hass, Freude, Angst entwickelt, ja, und psychologische Begriffe, um darüber reden zu können, was da in so einem Gehirn, und damit meine ich auch natürlich den ganzen Körper, abgeht. Also ein Gehirn ist ja nicht losgelöst von einem Körper, selten. Und deshalb würde ich sagen, ja, es ist immer eben auch eine Gehirnfrage, aber jetzt, und das ist ja die spannende Frage dann auf den ganzen anderen geisteswissenschaftlichen Ebenen, ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich Soziologie? Weil für mich war das sozusagen Psychologie mit vielen Ns, also N größer 1 ist sozusagen Soziologie und Sozialwissenschaften. Und am Anfang hatte ich da sehr unschöne Gespräche mit, also im Sinne von aufgeheizte Gespräche mit Menschen, die Soziologie studiert haben und so weiter. Aber ich habe es halt ehrlich versucht zu verstehen und ich versuche es auch jetzt noch, weil genau das ist ja der Punkt. Es kommen Menschen zusammen. Manche reden ein bisschen lauter als andere und so weiter, ja, und dann entstehen Dinge und dann entsteht ja auch Geschichte. Also wenn ich sozusagen mit dieser neurowissenschaftlichen Brille auf Geschichte gucke, dann sehe ich da halt viele Hirne und Menschen, die irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen, zu kommunizieren. Und zum Beispiel dann sowas, was Sie gerade als schöne Beispiele genannt haben, zu überlegen, naja, macht es irgendwie Sinn, Frauen Verantwortung zu geben? Und es gibt noch viele Länder aktuell auf diesem Planeten, die sagen, nö, ne? Finden wir nicht gut. Und das finden wir so schlimm, dass wir das auch mit allen Mitteln irgendwie durchsetzen. So. Und das ist natürlich immer auch ein Stück weit ein biologischer Prozess ist, wenn irgendwie gesellschaftspolitische Dinge ablaufen. Das heißt nicht, dass ich, also bitte nicht falsch verstehen, dass ich das darauf reduzieren möchte und sagen, naja, wir müssen nur auf das Gehirn gucken. Und jetzt die Antwort auf die Teilfrage mit dem Punkt, hat sich das Gehirn verändert? Nein. Die grundlegenden Mechanismen, ich spreche immer sehr liebevoll von dem Steinzeithirn in unserem Kopf, wir alle haben so ein Steinzeithirn, auch wir hier vorne, also nicht, dass Sie denken, ne, ich würde da irgendwen ausnehmen, die sind ziemlich gleich seit der Steinzeit. Deshalb haben wir diesen Negativitätsbias, wir versuchen am Leben zu bleiben, versuchen Unsicherheit zu minimieren, all das. Aber, und das ist die gute, die konstruktive, lösungsorientierte und wie wollen wir es anders machen, Nachricht des Tages,
dieses Gehirn verändert sich auch andauernd. Also mein Gehirn, ihre Gehirne und so weiter. Ich verändere gerade, ist der wunderschönste Moment immer, ihre Gehirne alle. Weil sie das wahrnehmen, im besten Falle noch nicht eingeschlafen sind, das wahrnehmen, was ich gerade sage. Ja, und damit verändere ich ihr Gehirn. Und zwar auch, wenn sie diesen Raum wieder verlassen, nicht nur in diesem Moment. Das haben ich und viele andere Menschen mittlerweile in neurowissenschaftlichen Studien zeigen können, dass selbst in vermeintlicher Ruhe jetzt alles, was hier heute Abend passiert ist, ihr Gehirn anders sein wird. Das meinte ich eben mit der individuellen Erfahrung. Und da liegt doch die Chance, also auch die zivilisatorische Chance, Stichwort, wie gehen wir besser mit der Klimakrise um, über Aufklärung, und jetzt nicht nur im klassischen Sinne, sondern auch darüber, wie das Gehirn funktioniert, über Aufklärung ein besseres Zusammenleben zu schaffen. Aber Frau Ohner, funktioniert das auch noch an dem Punkt, diese Veränderung des Gehirns, wenn Leute sagen, ich habe subjektiv meine eigene Wahrheit und die korreliert nicht mit dem, was sie mir erzählen. Funktioniert das trotzdem? Naja, das ist ja wieder die Frage mit, wie machen wir das? Ne? Also wie fangen wir so einen Dialog an? Unser Hirn mag Unsicherheit nicht, aber was es auf jeden Fall liebt, neben Schokolade, sind Gruppen und Dazugehörigkeit. Und wenn ich hingehe und sage, du hast es eh nicht gecheckt, dann geht das erstmal in Angriffsstellung, Stichwort Krieg. Ja? Also das wird sehr wahrscheinlich kein guter Austausch werden. Wenn ich aber hingehe und sage, gibt es, und jetzt mal die Dismissives hier ausgenommen, ja, also die sagen, wo wir sagen einfach, und wenn Leute mich fragen, ja, ist nicht bei manchen Menschen einfach Hopfen und Malz verloren? Ja, Punkt. So, es gibt aber die Mehrheit an Menschen, wo das nicht der Fall ist. Und wenn ich da halt hingehe und sage, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, also so ein bisschen mathematisch gedacht, ja, was ist die eine Verbindung, die wir zum Beispiel haben, dass wir gemeinsam Fahrrad fahren, dass wir hier heute diesen Abend teilen, dass wir was auch immer, ja. Vielleicht, wenn Eltern zusammenkommen, sagen, okay, wir alle haben Kinder, wenn Menschen, die irgendwas mit Bildung machen, ne? Ich denke, sie wissen, worauf ich hinaus will. Eben nicht zu schauen, was trennt uns gerade, wie zum Beispiel eine unterschiedliche politische Einstellung im Sinne von die Partei, die man wählt oder der man sich zugehörig fühlt, sondern was verbindet uns? Und dann habe ich sozusagen diesen ersten kleinen Vertrauensvorsprung geschaffen. Und Sie denken jetzt vielleicht, ja, das klingt jetzt irgendwie nach psychologischem Kuschelkurs und Therapie. Nein, das ist wirklich grundlegend für jede Kommunikation, weil wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich fühle mich mit dieser Person auf eine vielleicht seltsame Art und Weise, kann sowas wie Musikgeschmack sein, ja, verbunden, dann höre ich ihr länger zu, ich vertraue dem, was sie sagt, mehr, Stichwort meine Wahrheit, deine Wahrheit, und ich bin sogar bereit, mehr Geld, wir haben eben auch schon kurz über Geld gesprochen, Geld in sie zu investieren oder das Unterfangen, was sie mir unterbreitet. Deshalb ist es so wichtig, immer erst zu fragen, was ist die kleinste gemeinsame Nenner. Ich verstehe das schon, dass es wichtig ist. Es mag wichtig sein zwischen uns beiden, zwischen uns dreien, zwischen uns vieren. Es funktioniert beim Klima aber nicht. Und das ist einfach mein Punkt. Wissen Sie, natürlich haben alle das gleiche Ansinnen auf den Klimakonferenzen, auf den G20-Gipfeln, was weiß ich wo. Ne? Alle sagen, und ich glaube, das nehme ich denen auch ab, das meinen sie, wir möchten den Klimawandel begrenzen. Ja? Und was steht dann am Ende im Klimaprotokoll von Paris, ne, irgend so eine Absichtserklärung. Aber das ist es dann auch, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Aber seit Paris, Sie haben es ja selber gesagt, sind die Treibhausgasemissionen weiter gestiegen. Das heißt also, mit solchen theoretischen Gedanken kommen wir einfach nicht weiter. Das zeigt doch einfach die Historie, dass wir einfach in einer Sackgasse stecken und da überhaupt nicht rauskommen. Und wenn Sie sagen, mit dem Kommunizieren, ich kommuniziere seit 40 Jahren. Wissen Sie, ich greife niemanden an im Publikum, ne? Ich gucke mir nur an, was passiert. Am Ende der Vorträge kriege ich immer tosenden Applaus. Und was passiert dann hinterher? Die brettern mit ihren dicken Geländewagen nach Hause und alles ist vergessen. Das ist aber das Paradebeispiel für das, was Sie eben gesagt haben mit den Belohnungsstrukturen. Und jetzt komme ich nochmal auf zwei Punkte zurück. Sie haben kurz die Sache mit den Wissenschaftlern der fossilen Unternehmen, ja, die sie seit Jahrzehnten wussten, ja, genau, angesprochen. Ja. Und die besten Wissenschaftler zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig mitverfolge, also sozusagen danach dann verfolgt habe, ja, an Bord hatten und die gesagt haben, und das ist ja das, was ich meinte mit das Hirn ist das Frustrierendste. Das ist jetzt der frustrierende Part, ja. Die sitzen da, haben diese Zahlen, super clevere Menschen und machen trotzdem genau das Gegenteil. Und dann möchte ich laut, genau wie Sie oder sehr ähnlich wahrscheinlich, in die Welt rufen, und das mache ich auch mittlerweile manchmal, sind wir eigentlich alle irre. Ja, weil das ist die Definition von Wahnsinn. Also wenn wir das mal so aufschreiben wollen, ja.
Und da möchte ich einfach nur sagen, ja, das ist total frustrierend und ich spüre diesen Frust mittlerweile jeden Tag, ja. Weil ich einfach denke, das kann doch nicht wahr sein, wie kriegen wir das nicht hin? Genau das, was Sie gerade beschrieben haben, ne? Die Leute gehen nach Hause und dann braten sie sich das Steak und planen die nächste Kreuzfahrt. So, ich überspitze jetzt bewusst. Ja? Wir können das nur ändern, aus meiner Sicht, wenn wir andere Belohnungsstrukturen schaffen. Und das haben Sie eben ja auch schon angesprochen. Und dafür braucht es aber Menschen, die diese Belohnungsstrukturen schaffen. Also die Menschen, die das Wissensproblem nicht mehr haben. Wir haben immer noch in der Gesellschaft ein Wissensproblem über diese Thematik, aufgrund von verschiedenen Medienversagen und so weiter und so fort, die eben nicht passiert sind in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben aber auch noch, und jetzt kommt wieder das Hirn und die ganze Biologie des Körpers zum Tragen, wir haben auch noch ein Begreifensproblem. Und da ist die deutsche Sprache ja so herrlich anschaulich. Ne? Wir haben das häufig noch nicht, deshalb habe ich das mit der Herdplatte eben gesagt. Begriffen, was es wirklich bedeutet. Warum? Weil ich eben nicht direkt spüre, wenn ich jetzt meine Kreuzfahrt mache, wird es 0,5 Grad wärmer. Und selbst dann würde ich vielleicht sagen, nett. Ja? Also wenn ich nicht gerade in der Saalzone wohne. So, und das ist ein Problem, weil Menschen dann sich da hinsetzen und irgendwelche Debatten führen auf Klimakonferenzen und sonst wo und sagen, ja, ja, wir machen das, aber sie spüren es halt selber nicht. Sie haben es nicht begriffen. Und deshalb müssen wir mehr, und auch das jetzt kein Psychogerede, in dieses Erleben reinkommen, in dieses Begreifen, damit wir wegkommen von der hohen Flughöhe und dem, naja, wir unterzeichnen in unseren netten Konferenzen und so weiter, wo alle eingeflogen werden und sagen dann, wir machen das. Und im nächsten Moment machen wir halt genau das Gegenteil. Nochmal, das ruiniert gerade nicht nur unsere Lebensgrundlage, sondern alles, was irgendwie menschliches Leben ausmacht. Herr Geimer, was würden Sie sagen, also zu diesem großen, zu der großen Frage, wie man auch mit subjektiven Wahrheiten umgeht, wie Frau Ohner jetzt gesagt hat, dass einerseits das verbindende Suchen hilfreich sein kann und andererseits aber eben auch ins Begreifen erstmal zu kommen. Würden Sie zustimmen? Also nochmal zu der Subjektivität. Ich habe eigentlich immer allen Erstsemestern gesagt, bitte lasst uns mal das Experiment machen, ein halbes Jahr die Begriffe subjektiv und objektiv nicht zu verwenden. Die sind nämlich meiner Meinung nach, die brauchen wir gar nicht, sondern es geht darum, ist eine Aussage plausibel oder nicht. Und ob die dann subjektiv oder objektiv ist, finde ich, ist eigentlich erstmal gar nicht relevant. Also das wäre nochmal vielleicht ein Statement zur Subjektivität. Ich würde nochmal gerne auf einen Aspekt eingehen, der flackerte so ein bisschen auf, nämlich das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Es gab heute, haben vielleicht einige gelesen, in der FAZ einen Beitrag von Pierre Steinbrück, also ehemaliger Finanzminister und Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, und der heißt im Untertitel Politik und Staat unter Realitätscheck. Ja, und ich glaube, er hätte auch Wahrheitscheck heißen können. Und er geht genau auf die neuesten Ergebnisse der Klimaforschung ein und sagt, sehr wahrscheinlich müssen wir damit leben, dass wir das nicht so vermitteln können, dass bei einer Meinungsumfrage alle dieser Meinung wären. Und das Interview, finde ich, oder dieser Bericht macht sehr stark klar, dass die Wissenschaft, glaube ich, und da würde mich Ihre Meinung interessieren, einen anderen Wahrheitsbegriff hat als die Politik. Die Politik hat vielleicht sogar gar keinen Wahrheitsbegriff, vielleicht braucht sie auch keinen, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, das ist die Schnittstelle, wie kann das der Wissenschaft noch besser gelingen, zu sagen, wir haben Wissen, das können wir zur Verfügung stellen, aber die Wissenschaft kann ja nicht bestimmen, was dann damit gemacht wird. Die Wissenschaft kann Argumente dafür liefern, warum das Tempolimit gut wäre oder Argumente, warum es eine gute Idee ist, Cannabis freizugeben oder keine gute Idee, aber die Wissenschaft kann das nicht selber aus sich selber heraus umsetzen. Das heißt, wichtig ist doch irgendwie der Dialog mit der Politik. Und deswegen ist, glaube ich, das Thema, über das ja viele zu Recht jetzt auch sprechen, und Sie haben es auch schon erwähnt, vor einer Wissenschaftskommunikation. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass uns das irgendwie noch besser gelingt, plausibel zu machen, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen und das irgendwie zu vermitteln, also in die Instanzen, die das dann auch umsetzen können oder sollen. Und vor allen Dingen dann auch den Umgang mit, also sehr komplexe Sachverhalte zu vermitteln in möglichst einfacher. Sie versuchen das ja. Kurzen genau, Punkt dazu, ja. Ganz kurz. Auch in der Politik gibt es nicht das Erkenntnisproblem. Ich spreche so viel mit Politikerinnen und Politikern, auch hinter verschlossenen Türen. Ich werde auch eingeladen zu bilateralen Gesprächen, das kann ich Ihnen sagen. Die wissen alles ganz genau. Es ist kein Erkenntnisproblem. Die würden den gleichen Vortrag halten, den ich halte zum Thema Klimawandel. Überlegen Sie nur, was Frau Merkel da immer gesprochen hat. Tolle Vorträge gehalten. Ich habe selber Vorträge von ihr gehört, mit ihr gesprochen und so weiter. Daran liegt es nicht. Das heißt also, wir haben, behaupte ich jetzt einfach mal, sehr gut kommuniziert, weil das Thema ist präsent, das Thema ist in der Politik präsent, das Thema ist in der Politik verstanden, das darf ich Ihnen wirklich sagen, es ist verstanden, aber wir kommen eben nicht vom Wissen zum Handeln. Und da, glaube ich, müssen wir uns dann auch wieder fragen, warum ist das eigentlich so?
Also kurz den Punkt, ich glaube, die wichtige Unterscheidung, ich bin davon überzeugt, die wichtige Unterscheidung, und da sind wir dann auch bei dem False Balance Phänomen, was Sie eben auch schon angesprochen haben, ohne es so genannt zu haben, also ist die Unterscheidung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Also auch wenn wir hier jetzt sozusagen, ja, und das ist ein wichtiger Punkt, zusammen kommunizieren, ist es einfach so, dass ich natürlich jetzt versuchen kann zu argumentieren, wenn ich, keine Ahnung, den Apfel haben wir jetzt nicht, nehmen wir das Glas, ja, das hier jetzt fallen lasse. Also niemand wird von Ihnen, hoffe ich, sagen, nee, das fällt jetzt nicht runter, ja, und selbst dann könnte ich ja den Gegenbeweis anstellen. So, aber Politik bezieht sich eben immer, und jetzt nicht nur im so parteipolitischen, sondern gesellschaftlichen Zusammenhang, bezieht sich eben nicht auf genau diese harten Fakten, also die werden genutzt, ne, genau wie Sie eben richtig geschildert haben, aber die Entscheidungen, die dann getroffen werden, und deshalb ist dieses Phänomen des False Balance entstanden, basieren eben darauf, was Menschen, und da sind wir bei Wertvorstellungen, als gut und richtig, Stichwort zivilisatorischer Prozess, betrachten. Und wie das zustande gekommen ist, dass jahrzehntelang diese Scheindebatten im Fernsehen und natürlich auch in anderen Medien, aber im Fernsehen sind sie eben besonders eindrücklich, weil wir die Bilder dazu haben, geführt wurden, liegt halt einfach daran, dass viele, und das jetzt bitte nicht als Pauschalurteil, aber viele Menschen, die im Journalismus arbeiten oder gearbeitet haben in dem Zeitraum, einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund haben und dann diesen Anspruch, also neben der Objektivitätsanspruchskiste, halt auch diesen Anspruch haben, wir müssen die andere Seite abbilden. Und so funktionieren Naturwissenschaften einfach nicht. Da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Das ist aber ein komplett anderes Mindset, ein komplett anderes Verständnis. Und dann sind wir beim Thema Bildung. Hatten wir heute Abend noch nicht, fehlte noch. Ja, dann sind wir beim Thema Bildung. Entschuldigung, so ernst gemeint. Also, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Ja, sind wir beim Thema Bildung und wie wir auf eben genau solche Fragen gucken. Das heißt, diese Unterscheidung, handeln wir gerade hier ein richtig und falsch aus oder gucken wir auf Wahrscheinlichkeiten, die naturwissenschaftlich begründet und so weiter, die muss einfach gemacht werden. Wir können nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Und nur dann kommen wir von dieser False Balance weg. Das dazu. Und dann zu dem zweiten Punkt, den Sie dann angesprochen haben. Wie gehen wir denn jetzt besser mit um? Ja, das Wissensproblem, wie gesagt, gibt es noch in der Bevölkerung. Es gibt zum Beispiel so einen Climate Literacy Test, den haben in Deutschland, das sind 10 Fragen, wo sowas drinsteht wie, was macht der IPCC? Und da muss man dann nicht ausführlich irgendwie einen Aufsatz drüber schreiben, sondern nur grundlegend wissen, wofür die so verantwortlich sind. Ein Sechstel 2021 haben in Deutschland diese 7 von 10 Fragen mindestens, das musste man erreichen, um ihn bestanden zu haben, nur richtig beantwortet. Das heißt, wir haben noch ein Wissensproblem in der breiten Bevölkerung zum Thema Klima. Wir haben aber, und das ist das, worauf Sie ja angesprochen haben und was ich vorher auch schon so ein bisschen aufgegriffen habe, auch ein massives Begreifensproblem, weil es reicht eben nicht aus. Es reicht nicht aus, wenn PolitikerInnen sagen, ja, ich habe das kognitiv, wie es dann ja auch so schön heißt, auch in meiner Disziplin häufig, verstanden, weil dann haben sie es noch nicht notwendigerweise begriffen. Und das ist die große gesamtgesellschaftliche globale Aufgabe, in diesen Begreifensmodus reinzukommen, noch stärker, als wir das jetzt gerade tun. Und das geht nur übers Erleben und Erfahren. Aber dann sind wir verloren. In dem Moment, wo wir es richtig merken, ja, ist der Zug abgefahren. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt also, so weit darf es nicht kommen, dass wir alle spüren, dass der Klimawandel uns wirklich richtig bedroht. Ja? Weil dann haben wir uns letzten Endes der Handlungsmöglichkeiten beraubt. Und deswegen müssen wir jetzt handeln und dürfen nicht warten, dass wir dreimal auf die heiße Herdplatte gefasst haben, weil dann ist es wirklich zu spät. Absolut. Also ich bin ein großer Fan von dieser englischen Aussage Change by Design or Disaster. Ja, wir haben jetzt noch die Chance, in das Design und nicht ins komplette Desaster zu gehen. Aber da jetzt meine Frage, es gibt ja zumindest N größer 1, weil da sind wir uns ja hier wahrscheinlich sehr einig in diesem Raum, Menschen, die es auch vorher schon begriffen haben. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel Ihnen die Frage stellen, was war Ihr Moment, ja? Oder Ihre Entwicklung? Oder was war es bei mir? Was war es bei Ihnen? Wo würden Sie sagen, okay, ich habe es verstanden, und ich mache es jetzt anders. Und davon können wir lernen. Es müssen nicht immer, ne, also wie, es müssen ja auch nicht alle Kinder auf die Herdplatte flassen. Manchen reicht das tatsächlich auch, wenn man sagt, das heißt, macht es man nicht. Ja? Und da müssen wir halt jetzt gucken, was sind sozusagen Erfolgsmodelle, bevor es ganz schlimm wird, welche Erfahrungen und welche Realisierungen begreifen, ne, alle diese Begriffe könnte ich jetzt da bemühen, brauchen wir, damit mehr Menschen es verstehen. Und nicht, also nicht nur verstehen, sondern begreifen. Das läuft nicht. Ich will noch mal, Entschuldigung, wenn Sie jetzt was sagen wollten, aber ich wollte noch mal kurz was sagen. Beim Klimaproblem haben wir doch ein ganz eigenartiges Problem.
das wir normalerweise bei anderen Dingen nicht haben. Wenn Sie kein Mensch hinterfragt, die Einsteinsche Relativitätstheorie. Niemand würde darüber diskutieren. Ja? Obwohl, darüber könnte man auch trefflich diskutieren. Aber es passiert in der Öffentlichkeit nicht. Warum wird in der Öffentlichkeit so heftig über die Klimawissenschaft gestritten? Ja, das ist doch verrückt irgendwo. Wissenschaft hat doch einen unheimlich hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Professorinnen und Professoren stehen ganz oben im Ranking, wenn es um Glaubwürdigkeit geht. Und trotzdem stellt man praktisch alles auf den Prüfstand, was die Klimawissenschaften irgendwie herausfinden. Das ist ein eigenartiges Phänomen. Aber die Antwort ist ganz einfach. Relativitätstheorie betrifft mich im Alltag. Null. Stimmt nicht. Betrifft sie pausenlos. Ich zitiere jetzt die Menschen, die die Antwort darauf geben. Das ist nicht meine Meinung. Subjektive Wahrheit. Richtig, richtig. Also das bestimmt nicht meine Rechnung, meine Miete, mein Essen. So. Aber das ist ja genau die Sache mit dem Klimading. Das ist ja ein politisiertes Thema. Schon sehr lange. Also im Sinne von, es ist eine Meinungsfrage ja fast geworden, vor allem natürlich durch den Diskurs, den wir in den USA beobachtet haben, wo es eben eine Parteizugehörigkeit lange war. Ja? Wenn ich an den Klimawandel geglaubt habe, dann war ich Demokrat und wenn ich das nicht getan habe, war ich Republikaner und so weiter. So. Das Thema ist auch hier dann ein Stück weit politisiert worden, weil genau die Beispiele wurden ja gerade schon genannt. Ja? Was ist verboten, was ist erlaubt? Tempolimit, Fleischessen, alle diese Dinge. Und deshalb wird das einfach als ein persönliches Thema gesehen, wohingegen Relativitätstheorie für mich, also jetzt allgemein gesprochen, kein persönliches Thema ist. Sobald etwas mich persönlich und mein Leben betrifft, hat es eine andere Wertigkeit. Das ist die ganz einfache, kurze Antwort. Das waren jetzt sehr starke Überzeugungen, die wir hier auch gehört haben. Ich würde versuchen, das gerne nochmal in einer letzten Frage zusammenzubinden, weil wir auch zum Schluss kommen müssen und die Diskussion dann ja auch öffnen wollen. Und zwar, ich habe jetzt bei Ihnen rausgehört, Sie haben starke Überzeugungen. Ich will da gar nicht von Wahrheiten sprechen, subjektiven Wahrheiten, aber diese Überzeugungen, wenn wir da mit dem Erkenntnistheoretiker Karl Popper vielleicht mal drauf schauen, der sagt, die beste Übung ist, nimm deine stärkste Überzeugung und frage dich, was diese Überzeugung als falsch zeigen würde. Also was passieren müsste, damit diese Überzeugung falsch wäre. Und ich würde das gerne mit Ihnen dreien einmal machen, also so vielleicht auch ein bisschen Ihre subjektiven Wahrheiten auf die Probe zu stellen. Würden Sie da mitgehen? Klar. Mögen Sie anfangen, soll ich anfangen? Wer möchte anfangen? Da gehen wir, glaube ich, mit. Also wenn Sie wirklich nach einem konkreten Beispiel fragen, kann ich eines nennen. In dem letzten Buch, was ich geschrieben habe, das Sie zu Beginn erwähnt haben, die Farben der Vergangenheit, geht es eben um die Frage, wie machen wir uns eigentlich ein Bild dessen, was per se unbeobachtbar ist, nämlich die Vergangenheit. Die Vergangenheit können wir nicht beobachten. Wir können alles beobachten, was hier gegenwärtig ist, aber die Vergangenheit ist eben vergangen. Sie entzieht sich, aber man kann sie indirekt trotzdem versuchen zu verstehen. Und das Buch heißt deshalb Die Farben der Vergangenheit, weil es endet in einer Kritik an einer Praxis, die im Augenblick sehr populär ist, vor allen Dingen in Museen, aber auch in der Fernsehberichterstattung über Geschichte, nämlich das Nachkolorieren historischer Quellen. Also man koloriert Schwarz-Weiß-Bilder nach, weil man sagt, die Wirklichkeit war ja in Farbe. Und wenn wir das Schwarz-Weiß ist falsch und wenn wir die jetzt nachkolorieren, dann sind die Bilder wahr. Und das versuche ich sehr stark zu kritisieren und habe mittlerweile, das ist vielleicht so ein Prozess, auf den Sie anspielen, gemerkt, dass das Argument zu einfach ist, wie ich das gemacht habe. Also dass man doch vielleicht akzeptieren muss, ich hänge noch einem Paradigma an, wo es darum geht, was war wahr und können uns die Bilder helfen, was dazu. Und ich glaube, es gibt gerade eine Art Paradigmenwechsel. Er sagt, es geht viel eher darum, das ist Ihr Metier sozusagen, wie hätte sich die Vergangenheit angefühlt, wäre ich selber dabei gewesen. Und das ist was ganz anderes. Ich würde sagen, es gibt eine Art Paradigmenwechsel da gerade. Und da würde ich sagen, habe ich gesehen, okay, das muss ich akzeptieren erstmal. Oder vielleicht ist meine Idee, meine Vorstellung, Bilder haben irgendwie einen Bezug zum Realen und das ist noch irgendwie zu retten oder so. Vielleicht ist das vorbei. Also vielleicht ist das eine Sache, die eine jüngere Generation, die mit digitalen Medien schon immer aufgewachsen ist, überhaupt nicht mehr plausibel findet. Also da habe ich gesehen, okay, vielleicht muss ich mein eigenes Paar, ich gebe es noch nicht ganz auf, aber vielleicht muss ich das doch mal gründlicher überdenken. Aber sehr, sehr, sehr interessanter Punkt, also diese Hoffnung eben darauf, dass es sozusagen eine Wahrheit oder einen Bezug irgendwie gibt zu diesem Bild in der Vergangenheit. Wer möchte weitermachen, Frau Urner? Oder? Ja, ich habe es tatsächlich selbst erlebt, weil ich während meines Bachelorstudiums in Kognitionswissenschaften noch gelernt habe, und das war einfach der Stand der Forschung, dass ab einem gewissen Alter im menschlichen Hirn keine neuen Neuronen, also keine neuen Gehirnzellen gebildet werden können. Das war Stand der Forschung zu dem Zeitpunkt.
Sie können jetzt grob schätzen, aber das ist noch nicht so lange her, ja, wann ich das gelernt habe. Und dann gab es einige Jahre später tatsächlich neue Erkenntnisse, die gezeigt haben, dass in bestimmten Gehirnbereichen, vor allem im olfaktorischen, also unser Geruchssinn, und im Hippocampus, das ist da, wo unser Gedächtnis oder unser Gedächtnis ist sozusagen darauf angewiesen, dass der gut funktioniert, dass dort auch bis ins späte Alter, auch im menschlichen Hirn, hat man erst in Tieren, dann in Menschen nachweisen können, noch neue Neuronen gebildet werden. Auch das nochmal zu Ihrer Frage, wie veränderbar ist das Gehirn? Sehr. Bis ins hohe Alter, bis zum letzten Synapsenfunken, wie ich gerne sage, also bis wir tot sind, verändert sich dieses Gehirn. Also bis nicht, da werden andauernd neue Neuronen gebildet, aber sie werden gebildet. Und was hat mich davon überzeugt? Naja, da sind wir bei dem Thema Fakten und Daten. Einfach eine, wie ich an mich selbst den Anspruch zumindest versuche zu erheben, wissenschaftliche Denkweise, die dann die Plausibilität von Daten und verschiedenen Studien und Metastudien und so weiter in verschiedenen Settings zeigt, oh ja, das ist tatsächlich der Fall. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen Glaube und Wissenschaft aus meinem Verständnis raus, dass eben eine Wissenschaft, ein wissenschaftliches Denken bereit ist, aufgrund von neuen Fakten, Grundlagen, Erkenntnissen sich anzupassen, wohingegen ein Glaube sagt, nö, das ist so und das wird auch immer so sein. Relativ? Naja, ich musste mir vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren schon den Zahn ziehen, dass Wissen zum Handeln führt. Ne? Weil wenn ich mich in der Welt umsehe, passiert nämlich immer genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren müsste. Wir sehen jetzt in UK, also in Großbritannien, wie die Klimaschutzgesetze aufgeweicht werden. Sie werden übrigens auch hier in Deutschland so allmählich aufgeweicht. Das heißt, in der Tat ist kein Land der Welt auf Paris-Kurs, das muss man auch mal so deutlich sagen. Und ich meine, wir haben alle möglichen Theorien, wie wir es machen könnten, aber ich habe es vorhin schon gesagt, der Praxistest, den bestehen all diese Theorien nicht. Und ich glaube, da müssen wir nochmal völlig neu denken. Ich habe jedenfalls keine Lösung. Das heißt nicht, dass ich hoffnungslos bin, das will ich auch sagen. Ne? Aber ich habe keine Lösung, weil alles, was bis jetzt vorgeschlagen worden ist, hat nicht funktioniert und ist sogar, und das behaupte ich jetzt mal, krachend gefehlt, weil ich bin nun mal ein Mann der Zahlen. Ich gucke nur auf das CO2 in der Atmosphäre, das steigt und steigt und steigt. Ist übrigens auch während Corona gestiegen, auch wenn die Emissionen runtergegangen sind. Der Gehalt an CO2 ist trotzdem hochgegangen. Ich will das kurz erklären, um nochmal die Dimension des Problems deutlich zu machen. Ja, ganz kurz, weil das ist ein wichtiger Punkt. Das alte CO2 ist nicht weg. Und wenn wir weniger CO2 ausstoßen, wie bei Corona, kommt das, was wir ausstoßen, immer noch obendrauf. Das heißt, der Gehalt von CO2, und auf den kommt es ja an, der wächst trotzdem. Und deswegen müssen wir irgendwann, und das sage ich deswegen, um nochmal die Dimension der Herausforderung klarzumachen, deswegen muss die Welt spätestens 2070, 2080 bei null Emissionen sein. Weil wenn sie was ausstoßen, kommt es immer obendrauf und sie werden den Gehalt von Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht begrenzen und damit auch die globale Erwärmung nicht begrenzen. Und ich glaube, diese gigantische Herausforderung hat kaum jemand verstanden. Ich habe gesehen, es gab noch mehrere Fragen. Ist klar bei so einem Thema wie Wahrheit, dass da ganz, ganz, ganz viel natürlich kommt. Ich finde, wir haben jetzt zumindest ein paar Aspekte beleuchten können. Wir haben darüber gesprochen, warum das Bedürfnis nach einer Wahrheit so groß ist, gerade in Zeiten der Unsicherheit. Wir haben vielleicht sowas entwickelt wie ein Weg, dass man einerseits klar differenziert und sagt, es gibt Fakten, aber es gibt auch verschiedene Arten von Wahrheiten, je nachdem, ob man in den Geistes- oder den Naturwissenschaften unterwegs ist, die operieren mit unterschiedlichen Arten von Falsifizierbarkeit und Plausibilisierbarkeit. Und gleichzeitig muss man das Wagnis eingehen, die eigene Unsicherheit in Bezug auf das, was man wissen kann und was sich auch als falsch herausstellen kann, dass man das auch sozusagen transparent macht. Und vielleicht sowas wie eine intellektuelle Demut mitbringt, zu wissen, dass es nicht diese eine einzige Wahrheit gibt? Wäre das vielleicht so ein Schlusswort, wie man es fassen könnte? Ich bin großer Fan von der intellektuellen Demut. Ich versuche, die immer zu stimulieren in meinem und anderen Hirn, weil ich denke, das ist die Grundvoraussetzung für wissenschaftliches Denken, dass sie die Grundvoraussetzung für wissenschaftliches Denken ist, genau das an den Tag zu legen. Und das hatte ich ja kurz eben auch schon angesprochen mit dieser Unterscheidung zwischen Glauben und Wissen oder wissenschaftlichem und glaubensbezogenem Denken, sich selber immer zu hinterfragen. Und die schönste Reise, die man dann, also aus meiner Sicht, machen kann, wenn man anfängt, sich mit einem Thema wirklich ernsthaft zu beschäftigen, kommt man ja an den, also ich, und das haben mir viele Menschen in meinem Umfeld geschildert,
kommt man an den Punkt und merkt, wie wenig man eigentlich weiß. Also umso mehr man sich damit beschäftigt, ich werde umso demütiger gegenüber den Neurowissenschaften, umso mehr Zeit ich damit verbringe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann da ankomme und sage, ich weiß eigentlich gar nichts. Ja, ich warte so ein bisschen auf diesen Tag, weil man einfach merkt, wie viel komplexer es ist. Und ich meine, das hat man auch an Ihrer Zusammenfassung ja gerade gemerkt. Wir müssen einfach davon wegkommen, auch wenn dieser Drang in uns allen drinsteckt, dieses Schwarz-Weiß oder Ja, Nein oder so als Antwort zu geben. Nochmal was. Das bedeutet, es gibt keine Fakten. Ich nehme das jetzt mal als Schlusswort, weil wir wirklich zum Punkt kommen müssen. Vielen, vielen Dank, dass Sie so konzentriert zugehört haben. Vielen Dank auch für die wunderbaren Fragen. Und vielleicht kann man die eine oder andere ja gleich noch besprechen. Es gibt einen kleinen Umtrunk und vielleicht ein grandioses Menü. Vielen, vielen Dank. Applaus